bin Carsten in Witten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Unterwegs und hier soll, so vermutet man, die erste Steinkohle im Ruhrgebiet gefunden worden sein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne begleiten. Ja, und da der Boden hier überall wie ein Schweizer Käse durchlöchert ist, gilt hier natürlich abseits der Wege gehen verboten. Ja, und auch wenn man zwischendurch eigentlich vergisst, mitten im Ruhrgebiet zu sein, wird man aber immer wieder daran erinnert. Ja, und hier wurde die Kohle, die dort oben aus dem Berg kam, auf LKWs verladen. So, ist dann mal wieder Zeit für eine kleine Pause.
So, das Wasser kocht. So, und der Platz wird natürlich wie immer ordentlich verlassen und schauen wir mal, wo uns der Weg heute noch so hinführt, ne? Ja, die Pause ist vorbei und mal langsam weitergehen. Wird jetzt auf einmal so dunkel. Ich hoffe mal nicht, dass das bedeutet, dass ich jetzt gleich noch in den großen Regen komme. Aber selbst wenn, Jacke und Poncho dabei. Und aus Zucker bin ich ja auch nicht. Jetzt mal ehrlich, Leute, von der Ausfahrt von der A43 bis zum Parkplatz Muttental sind es vielleicht 2-3 Minuten und ihr seht ja selbst, was hier so los ist. Sollte man gar nicht glauben, dass man eigentlich mitten im Ruhrgebiet ist. Ja, und wie sollte es auch anders sein, wenn man von Regen spricht, ist er auch bald schon da. Ja, und von diesem Fluss hat das Ruhrgebiet seinen Namen. Dies ist die Ruhr. So, und jetzt sind wir an der Burgruine Hardenstein. Direkt an der Ruhr gelegen. Von hier aus hat man dann auch einen guten Blick auf die Ruhrfähre. Ja, jetzt bin ich gleich am Auto wieder zurück. War wirklich eine interessante Tour. Also alle paar hundert Meter gibt es hier was Neues zu sehen, was Neues zu entdecken. Und ich war wirklich erstaunt. Man ist hier wirklich mitten im Ruhrgebiet. Aber
So sieht sie gar nicht aus. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.